Was dieser Olivenbaum mit der katholischen Kirche gemeinsam hat, das verrate ich euch in diesem Videoimpuls. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, das ist also mein Olivenbäumchen. Es steht am Himmelgeister Pfarrhaus am Eingang schon seit ein paar Jahren. Und es hat bisher alles überstanden. Schnee, Regen, Hagel, Hitze, eigentlich alles, was kam, hat es gut überstanden. Doch dann kam der letzte Winter. Ich habe nicht aufgepasst, habe es nicht eingepackt, nicht gepflegt. Und tatsächlich am Ende des Winters waren die Äste kahl. Die paar Blätter, die übrig geblieben waren, waren grau und braun und sahen echt hässlich aus. Und selbst Insider der Olivenbaumszene haben gesagt, nee, der ist kaputt, den kannst du wegschmeißen. Vor lauter Verzweiflung habe ich mir schon ein neues Olivenbäumchen gekauft. Aber ich habe noch ein bisschen abgewartet. Und siehe da, so ungefähr vor 2 Wochen ist das hier passiert. An den toten Ästen sind auf einmal kleine Sprösslinge herausgekommen. Und mittlerweile sind ganz viele wieder saftig grüne Blätter an diesem Olivenbaum. Er hat es geschafft. Und jetzt die katholische Kirche. Kardinal Marx hat Ende letzter Woche gesagt, sie ist an einem toten Punkt angekommen. Was hat Jesus für eine Gemeinschaft gegründet? Eine Gemeinschaft von Menschen, ganz egal welche Herkunft, welches Geschlecht, welche sonstigen Vorlieben, einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die aus dem Geist Gottes, dem Geist der Liebe heraus leben und handeln wollen. Keine Hierarchie, keine Institution, sondern einfach gleiche Würde aller Menschen. Darauf zu achten, dass es allen Menschen gut geht. Darauf zu achten, dass jeder mit seiner Persönlichkeit ganz nah an Gottes Güte herangeführt wird. Das ist die Aufgabe der Menschen, die Jesus folgen wollen. Das ist die Aufgabe der Kirche. Es ist bitter, wenn wir erkennen müssen, dass wir in unseren Gemeinden, in unserem Bistum, in unserer Weltkirche an einen toten Punkt gekommen sind, wo das nicht mehr funktioniert. Dann ist es an der Zeit, Altes, Totes auch abzuschneiden, die Verantwortung zu übernehmen, wo habe ich etwas sterben lassen und das dann eben auch zu korrigieren, zu pflegen, abzuschneiden, damit die Energie, die da ist, damit das Gute, damit die Kraft, die noch da ist, damit die in die jungen, in die frischen Triebe, in die Zweige gehen kann, damit sie wieder ausschlagen, damit sie wieder blühen können. Harald Schmidt hat gesagt, toter Punkt, ja, aber dahinter kommt die Auferstehung. Deswegen sind wir katholisch. Vertrauen wir darauf, dass bei allen schlechten Nachrichten, die einem wirklich die Lust und die Laune an der Gemeinschaft verderben können, wo man oft sagt, ich habe auch keinen Bock mehr, dass uns trotzdem der gute Geist Gottes nicht ausgeht, dass wir die Energie und die Kraft, die er trotz allem immer noch in uns setzt, dass wir die in uns spüren in dieser Woche und nicht locker lassen, die gute Botschaft und die Liebe und die Güte von Gott weiterzutragen in diese Welt. Ich wünsche euch diese Energie dazu und lasst uns gemeinsam diese Gemeinschaft leben. In diesem Sinne, es schlägt 13. Seid gesegnet und bleibt behütet. Tschüss.